Wir treffen heute zusammen in einer Zeit der Herausforderung, in einer Zeit der Krise, in einer Situation, in der es wichtig ist, dass wir alle zusammenstehen. Dennoch konfrontiert uns dieses Virus mit einer Härte in Europa und in Österreich, wie es sich viele von uns gar nicht vorstellen können. Why won't you wake up? Es fing alles an, Schlagzeilen aus Wuhan. Damals hätte niemand je gedacht, wir sind bald dran. Und jetzt schau uns an, ey, ja schau uns an. Was ist das für eine Krise, will nur leben, bin erst 16, Mann. Es fing alles an, Schlagzeilen aus Wuhan. Damals hätte niemand je gedacht, wir sind bald dran. Und jetzt schau uns an, ja schau uns an. Was ist das für eine Krise, will nur leben, bin erst 16, Mann. Was für Tagesablauf, heute muss ich 6 Uhr morgen 1 Uhr raus. Keine Schule, Freunde mehr treffen, ey, will hier nur noch raus. Alle Schlagzeilen handeln nur noch von den Viren, während viele Leute in der Depression des Lockdowns kalt erfrieren. Corona-Leugner trennen sich von der Normalität. Dummen Leuten kann man schwer helfen, das ist halt die Realität. Intensivbetten sind voll vor Covid-19-Patienten. Wie kann man das hier noch leugnen? Alles nur Psychotherapie-Klienten. Digga, es geht auch immer weiter, im März ist es nur paar Wochen. Doch es gibt nichts, was geholfen hat. Doch nicht, dass viele hoffen. Kurz sagt immer wieder, es sind zu viele Menschen betroffen. Denk mal an die Kranken, wie viele Rechnungen sind da wohl offen. Ich hoffe, dass niemand hier die Hoffnung verliert. Wie traurig wäre das, wenn hier jemand in der Depression erfriert. Denn was hier zählt, sind wir. Ja, was hier zählt, sind wir. Menschen ohne Zusammenhalt sind für den Moment verwirrt. Es fing alles an, Schlagzeilen aus Wuhan. Damals hätte niemand je gedacht, wir sind bald dran. Und jetzt schau uns an, ja schau uns an. Was ist das für eine Krise, will nur leben. Bin erst 16, Mann. Es fing alles an, Schlagzeilen aus Wuhan. Damals hätte niemand je gedacht, wir sind bald dran. Und jetzt schau uns an, ja schau uns an. Was ist das für eine Krise, will nur leben.